Münchner Norden liegt unsere Stadt, die starke Fußballspieler hat. In Garching spielt der VfR. Für ihn schlagen. Ja, hallo, servus, es ist aus im Seestadion. Wir haben 4:1 gewonnen. Daniel stellt sich natürlich wie immer unseren Fragen. Hallo Daniel. Hallo Chris. Wir haben beim letzten Interview über eine Fanfrage diskutiert, wann wir endlich mit dem Offensivfußball wieder rechnen können. Und jetzt haben wir schon eine Antwort? Fragezeichen. Ja, heute haben wir Offensivfußball gezeigt. Wir wollten von Anfang an den Gegner pressen. Wir wollten sie nicht zur Entfaltung kommen lassen. Ich wusste, dass sie hinten Probleme hatten gegen Pullach und das wollten wir von Anfang an deutlich machen. Ich glaube, das Spiel ist auch gut gelaufen dafür. Wir müssen viel früher schon in Führung gehen. Dann gibt es ja meiner Meinung nach einen blöden Elfmeter für den Gegner. Für uns eine meiner Meinung nach auch klare Elfmeter oder wenigstens Freistoßsituationen ganz knapp am 16er. Ja, also waren viele, viele strittige Szenen in der ersten Halbzeit dabei, aber trotzdem ein deutliches Spiel. Wir haben ein bisschen gebraucht, waren in den Passstaffetten nicht so ganz so deutlich, wie wir das wollten. Aber eine Steigerung zu Dachau definitiv, also ja, das Spiel ja, eigentlich definitiv. Ja, natürlich, aber man muss auch den Gegner bezüglich Dachau ein bisschen relativieren. Also Dachau hat mit einer Top-Mannschaft gespielt gegen uns. Und hier sind sehr, sehr viele Verletzte. Es ist sehr viel Unruhe in der Mannschaft, weil sie wohl auch sehr wenig Trainingsbeteiligung haben. Also es gibt schon auch ein paar Begründungen dafür, aber du musst da die Spiele erstmal machen. Und nachdem es 1-1 gefallen ist, hätte man einfach meinen können, okay, jetzt lassen sie Köpfe hängen, aber ganz im Gegenteil, wir haben halt weiter nach vorne gespielt und sind halt dann mit einem Doppelschlag vor der Halbzeit noch belohnt worden. Wie weit schätzt die Mannschaft ein, wenn man jetzt das Dachau-Spiel sieht, wenn man das jetzige Spiel sieht, kann man sagen, wir sind schon bei der Hälfte angekommen des Potenzials oder wo liegen wir ungefähr? Nein, aber das, was wir zwischen 30. und 60. Minute gespielt haben, war, glaube ich, schon gut. Aber wie gesagt, jeder Gegner in der Liga wird bis aufs Blut gegen uns kämpfen erstmal und versuchen auch die Räume so eng wie möglich zu machen. Dann musst du gut durchkombinieren und deine Chancen halt nutzen. Und heute am Chancenverhältnis können wir noch ein bisschen rummäkeln eigentlich, aber ich will mal das als ersten Schritt sehen. Wir haben jetzt noch 32 Schritte vor uns und mal sehen, wo wir am 10. Spieltag sind, dann können wir erst das Zwischenfazit ziehen, vorher nicht. Zwischenzeitlich habe ich gesehen, Dennis war mal im Sturm, dann war Gerrit im Sturm. Haben wir eigentlich einen Stürmer oder rotierst du die ganze Zeit durch? Haben wir das Potenzial, dass jeder da spielen kann, solange der Olli noch nicht da ist? Ich glaube, was uns stark machen muss, ist das Kollektiv und dann ist völlig egal, wer vorne drin steht. Das haben wir gegen Dachau nicht hinbekommen, heute haben wir da was hinbekommen und jetzt schauen wir, dass wir das festigen können und dann werden wir immer eine Überraschung zu bieten haben. Überraschung, was erwartet uns am Sonntag? Ja, ich muss mal gucken, was das Ergebnis macht von Schwaben München, aber eine sehr kampfstarke Mannschaft auf jeden Fall, mit einiges an Erfahrung drin und mit ein paar jungen Spielern. Also ich glaube, die wissen selber noch nicht so 100%, wo sie stehen. Ich habe sie getroffen am Wochenende, aber es ist egal. Wir laufen hier zu Hause auf, wir werden das Spiel wahrscheinlich machen müssen und wollen den Druck halt so hoch halten, auch in dem Spiel, dass wir Tore schießen. Das heißt, wenn ich es richtig raushöre, erwartet uns auch am Sonntag wieder so wie heute ein schönes Offensivspektakel, schöne Kombinationen. Was das Ergebnis angeht, hoffen wir natürlich auf einen Sieg, aber das werden wir am Sonntag sehen. Wir würden uns freuen, wenn Sie kommen. Auf Wiedersehen. Dankeschön.